Wie war es für dich, Kopftuch zu tragen? Man kann da meiner Meinung nach nicht mehr leben. Zum ersten Mal in 2012 getragen. Ich war damals, glaube ich, 19. Also von jetzt auf gleich möchte ich Kopftuch tragen. Wie bist du auf die Idee gekommen? Ich habe erstmal meine Freunde kennengelernt und dann kam ich eine Woche später mit Kopftuch. Würdest du sagen, Kopftuch tragen ist eine Entscheidung fürs Leben? Ich kann nicht heute Kopftuch tragen und dann morgen nicht. Ja, deswegen möchte ich jetzt Hijab tragen. Und ich habe natürlich Freunde, also männliche Freunde. Das ist für mich und das ist meine Entscheidung. Also ich bin daran nicht gewöhnt, dass die Leute sich in meine Entscheidungen einmischen. Das ist meine eigene Entscheidung. Ich bin zurzeit natürlich in einer anderen Gesellschaft, die anders denken, die anders ticken und die anders an Frauen denken. Ist das Hijab oder das Kopftuch eine persönliche Entscheidung und eine große Verantwortung? Nach Deutschland zu kommen und hier weiter zu studieren, war auch meine eigene Entscheidung. Das klingt jetzt für alle bombastisch. Also du hast ein super Leben in Deutschland. Ich damals allein finanziert habe und dementsprechend keinen Deutschkurs direkt besucht habe. eBay-Kleinanzeigen hat mir sehr geholfen. Naja, was bedeutet dieses Wort? Ich lerne gerade Deutsch und ich habe das nicht verstanden. Irgendwie gespürt, dass Hijab ein Hindernis für dich war? In dem Fall muss ich lernen, wie ich damit umgehen soll. Zu dem Entschluss gekommen sind, das Kopftuch abzulegen.